Der KFC Uerdingen empfing am Freitagabend den BVB in der Merkur-Spielarena, dem heimischen Stadion von Fortuna Düsseldorf. Die Gastgeber legten hier durchaus forsch los gegen Dortmunder, die eben zuletzt gegen Bayern den Supercup gewinnen konnten. Das war hier zumindest die erste Annäherung. Wirklich gefährlich wurde es für Marvin Hitz aber nicht. Trotzdem, auch hier Kevin Großkreuz natürlich im Fokus, spielten die Krefelder nicht verkehrt. Hitz mit der nächsten Parade. Was war beim BVB los? Mussten sich kurz finden und dann übernahmen sie natürlich das Zepter. Paco Alcácer, Weigel, Reus, Paco Alcácer wieder, Guerrero, Weigel, One-Touch-Fußball der allerfeinsten Art. 19. Minute, die Führung für die Gäste. Das war super gespielt. Und für den KFC Uerdingen nicht zu verteidigen. Lukimia ist noch mit dem Knie dran. Im Endeffekt der Treffer dann für den BVB. Jetzt wollten sie direkt nachlegen. Piszczek mit der Flanke, Wolf mit dem Kopfball und Großkreuz rettet dann in allerhöchster Not. Brenzliche Situation. Aber der Ex-Dortmunder kann es dann bereinigen. Vor dem Seitenwechsel nochmal eine Möglichkeit für Schwarz-Gelb, die mittlerweile hinten komplett sattelfest standen und auch gute Möglichkeiten selber kreieren. Königshofer konnte sich nochmal auszeichnen in dieser Szene. Wobei nun auch schon ein deutlich höherer Spielstand realistisch gewesen wäre. Nach 45 Minuten stand es weiterhin 0:1. Für den KFC Uerdingen, der gut anfing, verlief dann doch im Endeffekt alles so wie erwartet. Sie versuchten aber wieder gut reinzustarten. Das gab dann diese Kontermöglichkeit zum Anlass. Paco Alcácer, Marco Reus auf weiter Flur mit dem Lupfer. Das ist überragend. Königshofer ausgeguckt. Dieser Ball von Paco Alcácer ist auch gut. Aber das hier ist überragend. Königshofer, ist da kein großer Vorwurf zu machen. Das ist nun mal stark gemacht von Reus, der gegen Bayern weitestgehend eher unter dem Radar lief. Hier wieder in Topform. Schulz sucht Reus. Aber diesmal kann Königshofer aufpassen. Mittlerweile war es für den BVB ein besseres Trainingsspiel, weil Uerdingen keine Luft mehr hatte, nur noch hinterher lief und dann noch solche Bälle den Weg ins Tor fanden. Wunderbarer Abschluss des Spaniers. Und Königshofer streckt sich vergeblich. Nun war der Bann endgültig gebrochen. Der BVB hatte den KFC Uerdingen geknackt. Nochmal diese Kontersituation. Marco Reus, unten ist Marius Wolf völlig frei mitgelaufen. Kein Abseits. Und das 0:4 in der 82. Spielminute. Und dabei beließ es dann die Elf von Lucien Favre. Im Endeffekt sogar noch etwas gnädig. Im zweiten Durchgang gab es eine dicke Portion an Riesenmöglichkeiten. Doch trotzdem ist dieses 0:4 standesgemäß ärgerlich für den KFC Uerdingen, die gut reinfanden, aber dann von den Gegentoren aus der Bahn gebracht wurden.